Looks like you boys are gonna need to put on your Sunday best. I'm pulling you out of the sandbox. Hope you two clean up good. The sooner we get our asses out of Pakistan, the better. Get to Pesh. We'll get you on a black flight to the Gulf. Let's see if we can get this Hassan to tell us something we don't know. Roger that, Dusty. Where's Mako? Abyan Province, AQAP-controlled territory. Chief of Station put him in the air 40 minutes ago. Green light? Bright green. Reporting indicates a major facilitation hub, weapons, training, and a possible PETN cache at the location. Let's get him on comms. Doing it now. Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Medal of Honor Warfighter. Wir spielen mal wieder als Stump und sind in Jemen unterwegs. Das müsste auf jeden Fall die Abyan-Provinz sein, ja, Jemen. Immer noch inspiriert bei tatsächlichen Ereignissen. Unterwegs mit 4 Little Birds, einem kleinen Squad also. Go Dusty! Mission is a go. Say again. Mission is a go. Copy that. Reach base like Phoenix. Roger that, Voodoo. I'll be monitoring comms and aerial footage. Roger. Green light. Mission is a go. Copy. Green light's good. Take the fly all the way back without shooting someone. Remember, we're looking for PETN. Get the intel and get back to the main bridge for debriefing. All targets are hostile. Out your left door. Roger. We're coming up in the village now. 30 seconds to LC. Check. Ich frage mich, was der auf dem Kopf hier hat. Das sieht doch nicht aus wie ein Nachtsichtgerät. Ich frage mich, was das sein soll. Du hast wie 4 Ferngläser, beziehungsweise 2 Ferngläser, nicht 4. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. So, wir sind auf jeden Fall in einer Festung drin, so wie das aussieht. Also, einen kleinen Rush zwischendurch. So, wir müssen die LZ von Feinden befreien. Alter, das ist gar nicht so schwer. Ja, gar nicht so leicht, meine ich, nicht schwer. Ich frage mich, was das für ein Gewehr ist. Das müsste eigentlich die HK-21 sein oder 200 oder 121. Sieht jedenfalls danach so aus. Das müsste das... Wenn das wirklich die HK-121 heißt, die, glaube ich, sein sollte, dann ist es das Nachfolger von Heckler & Koch für das MG4. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass uns das Gewehr nicht überhitzt. Boah, Alter. Schnauze. Er trifft sich halt jetzt ziemlich mies. Ist ja im wahren Leben eine rohe Kunst, aus einem fliegenden Hubschrauber zu schießen und zu treffen. Ich scheitere ja gerade kläglich. Jetzt hier kommen. Kann ich hier rein zu Feuer schalten? Nee, schade. So. Okay, das Ganze also nochmal. Boah, Alter, da schießt mir der Scharfschütze jemand. Na, du Sack. Wow. Jetzt hat jemand sein RPG explodiert in der Hand. Auch nicht schlecht. So. EZ müsste soweit frei sein von Feinden. Oder auch nicht. Na komm. Oh, gewachner der Jeep. Wow, alter Schwede. Leck mich am Sack. Der hätte schon mal einen besseren Tag gehabt, glaube ich. Vielleicht weiß ja einer von euch Waffenfetischisten, was das für eine ist hier. Was der liebe Dusty müsste das sein, auf dem Kopf hat. Aber ich meine, das ist wirklich eine HK-121, das Nachfolgemodell von MG4. Was ja auch schon eingesetzt wird. Jedenfalls teilweise. Boah, Alter, wie kriege ich die auf den Sack? Mit dem scheiß Fahrzeug. Meine Güte. Oh.
Scheiße. Thanks, bro. Shit, what happened? Keine Ursache. C2, we have a fallen angel north of phase line green. Repeat, fallen angel requesting Kazovac. 2-3 right down. Through the area leading to deep for C-Star. Ich muss schon sagen, es macht wirklich Bock, auch wenn man sowas schon tausendmal gesehen hat in anderen Spielen, aber boah, Alter! Es macht richtig Bock, hier mit dem Little Bird rumzufliegen und hier einfach mal mit MG runterzurotzen. Alter, sie abgeht, ey. Leck mich. Boah, Alter! Was ist da hinten? Wow! Komm, lauf die Säcke, lauf! Sie kommt eh nicht weg. Alter, leck mich, ey. Kriegt mir richtig was auf die Ohren hier bei dem Sound. Das ist echt, der Sound ist echt hochwertig. Ich finde ihn sogar manchmal besser als den von Battlefield, die Waffengeräusche. Und das ganz drumherum. Dingo, get on I-6. We're approaching the primary objective. Roger that, Voodoo. Check. We're gonna bring out the welcome wagon. Oh. Er hat wohl jemand seinen Treibstoff vergessen abzuholen. So, erneuter Anflug. Diesmal mit anderen Waffen. Na, was haben wir denn jetzt Schönes? Okay, jetzt haben wir was anderes. Oh, wir haben sogar zwei andere Waffen. Sieht aus wie eine Scar. Aber mit falscher Visierung drauf. AK-17 also. So, was haben wir noch hier? Eine Shotgun, oder? Aber sagt mir jetzt gerade von dem Waffennamen... Ach, das ist eine AA-12. Ah, okay. Ja, schön, dass sowas auch hier gibt. Echt eine wirklich wunderbare Waffe für den Nahkampf. Gerade weil die so ruhig in der Hand liegt, man kann da Dauerfeuer machen und die verzieht nicht ein bisschen die Waffe. Echt ein Meisterwerk der Technik. Na komm. Sind noch welche? Na komm, guck nochmal vorbei, komm. So. Boah, Alter! Was ist denn das für eine? Was ist das denn? Wow! Sag bloß, haben die auch noch so eine Art Juggernaut hier drin, ey. So ein Scheiß, ey. Ich frage mich echt, wie man auf so einen Schwachsinn kommt, ey. Ich meine, hast du so einen Schweißhimmel auf der Fresse drauf und dann hält er erstmal 1000 Schüsse ab. Das ist sowas von lächerlich, ey. Das hätten sie echt, sich echt sparen können, ey. Das können sie sich auch in Call of Duty eigentlich sparen. So was Dämliches aber auch. Da muss ich mal böse auf dieses Spiel gucken gerade. Ah, Little Bird. Komm, hau sie weg. Ich hoffe, das war der erste und letzte Juggernaut. Die auch mal in diesem Spiel heißt, wahrscheinlich anders. Aber das ist echt das Erbärmlichste, was es gibt. Ich meine, es hat zwar nichts mit Realismus zu tun, aber trotzdem, ey, das ist echt sowas. Das passt einfach nicht ins Stil rein, gerade bei Medal of Honor, wo es ein bisschen ernster sein soll. Hier schon ist ein Vogel hier. Ein Schild auf dem Rücken und Schweißheim auf dem Kopf und schon hätte er 1000 Schuss ab, ey. Frag mich, warum man hier keinen
Brotpunkt, wie sie eingebaut hat oder so, Kimmel Korn-mäßiges. Der ist hier echt angeboten. Na gut. Da ist ein MG. Das flankieren wir einfach mal über die rechte. So, brauchst dich gar nicht anschleichen. Jetzt schickst du mal auf die andere. Boah, Alter, du hast mich verarscht, hab ich gar nicht gesehen. Das kann mir niemand sagen, dass er das gesehen hat. Oh, das ist noch mehr. Nicht gut. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum wir unendlich Schuss haben bei der Sekundärwaffe. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich meine, bei der HK-17 haben wir ja auch keinen, oder HK-16, was das ist hier, haben wir ja auch keinen unendlich Schuss. Aber der AA-12 schon. So, Ruhe im Kapuff.